Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und heute geht's los in einem neuen Let's Play in Old World. Ganz so neu ist das Let's Play nicht, denn ich habe auf diesem Kanal schon mal Old World gespielt. Mein Kanal ist noch nicht so alt, für diejenigen, die neu hier sind. Und ich habe das erste Let's Play allerdings mittendrin abgebrochen. Da hatte ich eine kleine Schaffenskrise, nenne ich es mal so, und hatte ein paar Wochen lang gar nichts veröffentlicht. Und im Zuge des neuen Jahres 2024 hatte ich direkt am Anfang des Jahres mal ein Spiel von meinem Pile of Shame mal tatsächlich durchgespielt, nämlich Grim Dawn. Und da dachte ich, jetzt wo mein Let's Play für Farthest Frontier beendet wurde, wäre es doch an der Zeit, auch hier auf dem Kanal mal mein Pile of Shame abzuarbeiten, Old World mal tatsächlich durchzuspielen und auch für mich mal abzuhaken. Denn ich habe tatsächlich in dem Spiel zwar schon ein paar Dutzend Stunden auf der Timer-Uhr in Steam, aber ich habe es tatsächlich noch nie durchgespielt. Und da jetzt in der letzten Woche ein neues DLC rausgekommen ist, dachte ich mir, das passt ganz gut. Und wir gucken mal, wie weit ich komme und ob ich tatsächlich das abhaken kann. Wir werden mit einem der neuen Anführer spielen, die mit dem DLC hinzugekommen sind. Wir werden nämlich mit Alexander spielen. Auch wenn diese Darstellung hier nicht Alexander zeigt und auch dieser Text hier nicht Alexander zeigt. Aus irgendeinem Grund hat sich nämlich der Entwickler entschlossen, zwar die neuen Anführer zu integrieren, allerdings die Texte nicht anzupassen und auch die Bilder nicht. Das ist sehr schade. Es sind einige wirklich interessante Anführer jetzt hinzugekommen für jede Nation, die es hier gibt. Für Rom war zum Beispiel auch ganz interessant, wie ich finde, dass Caesar jetzt dabei ist. Neben Sulla, Marius, Scipio, wer sich in der römischen Geschichte auskennt, wird die Namen kennen. Auch Caesar kann man spielen. Ich hatte den auch in der näheren Auswahl, aber warum ich mich dagegen entschieden habe, erzähle ich dann gleich, wenn wir im Spiel sind. Wir werden mit Alexander spielen. Der hat eine besondere Fähigkeit, beziehungsweise hat ein paar besondere Leute, die mit ihm dazukommen. Das wird hier in dem Text auch erklärt. Der junge Alexander steht bereits kurz nach dem Tod seines Vaters an der Spitze Griechenlands. Er ist nicht nur ein mächtiger Krieger, sondern hat fähige Leute wie den großen Philosophen Aristoteles und andere an seiner Seite, die ihn bei Hofe unterstützen werden. Alexanders Mutter, die intrigante Königin Olympias, verfügt über einzigartige politische Fähigkeiten und kann andere Charaktere im Namen des Anführers beeinflussen. Genau, jeder dieser neuen Charaktere, der zugekommen ist, hat nämlich besondere Fähigkeiten. Alexander selbst hat keine eigenen Fähigkeiten, er ist einfach nur ein Held. Das ist eine Eigenschaft, die andere Charaktere im Spiel auch haben können. Allerdings hat er, wie gesagt, diese zwei Hofmitglieder, die jetzt ihn unterstützen werden. Nämlich den Aristoteles, den ihr alle kennt, und seine Mutter. Olympias heißt sie. Und Caesar zum Beispiel hätte eine Fähigkeit, ganz kurz mal gucken. Caesar ist ein früher Expansionist. Da alle Einheiten mit der Beförderung standhaft starten, ist er vor allem gegen Stämme äußerst nützlich. Sogar ohne die Kriegerfamilie. Außerdem startet er mit einigen starken Generälen. Allerdings solltet ihr euch besser vor den Iden des März in Acht nehmen. Ja. Also wenn man mit Caesar startet, ist man besonders gegen Stammeskrieger im Vorteil. Und deswegen nehme ich ihn auch nicht. Und deshalb nehme ich den Alexander. Und wir werden auf der Schwierigkeitsstufe die Vornehmen spielen. Das ist eine Herausforderung, sage ich gleich. Und ich sage auch gleich, durchspielen heißt nicht gewinnen. Dazu kommen wir auch gleich. Wir werden auf der Karte römisches Imperium spielen, also Imperium Romanum, was eine Abwandlung ist von der Karte Old World. Während Old World mehr südlich orientiert ist, das geht ja runter bis südliches Ägypten, ist Imperium Romanum auch eine Karte vom Mittelmeer, allerdings mehr in den Norden verschoben. Wenn wir im Spiel sind, komme ich da gleich nochmal zu. Ja, wir sind jetzt dann durch. Die anderen Einstellungen sind alle Standard. Wir werden 8 Gegner haben. Ansonsten dürfte das alles Standardeinstellungen hier unten sein. Wir werden in Jahren spielen. Sterblichkeit ist Standard. Das heißt, Alexander kann durchaus sterben. Und der Rest, ich glaube,
Zeitsieg habe ich ausgeschaltet. Das heißt, ich wollte ihn einschalten, Zeitsieg. Das heißt, wir werden maximal 200 Züge erleben. Und wer nach 200 Zügen die meisten Punkte hat, hat auch gewonnen. Das ist neben dem Ambitionssieg, in dem man als Spieler 10 Ambitionen erfüllen kann. Und dem Doppelsieg kann man auch noch haben. Wenn man doppelt so viele Siegpunkte hat wie der Nächste. Das kann aber auch nur der menschliche Spieler machen. Und ein Punktsieg ist ganz normal durch das Erreichen der Siegpunktzahl. Wobei ich nicht mehr ganz im Kopf habe, wie viele Siegpunkte das sind, aber das sehen wir dann im Spiel. Gut, bevor ich jetzt hier noch lange rumquatsche, würde ich sagen, einfach mal Spiel starten. So, das dauert jetzt eine Weile. Zur Erklärung, warum Griechenland mit Alexander statt Cäsar und den Römern. Das liegt an der Karte. Die Karte Imperium Romanum, ich habe es mir mal sehr grob mal schon mal vorangeguckt, wie die aussieht, wie die Verteilung so ist. Und da ist es so, dass die Karte durch die extreme Ausbreitung gegen Norden, die Karte geht bis südliches Schweden, südliches Norwegen hoch, dass sie die Römer extrem stark bevorteilt und auch die Griechen zumindest mal einen kleinen Vorteil haben. Und weil ich mir nicht zu einfach machen wollte, habe ich mir gesagt, okay, Griechenland, da habe ich auch noch eine Rechnung mit denen offen. Denn in meinem ersten Let's Play vom Anfang meines Kanals hatten wir als Rom gespielt und waren ständig mit den Griechen im Krieg. Und deshalb drehen wir das Ganze jetzt mal um. So, jetzt sind wir aber erstmal im Spiel. Griechenland in der alten Welt. Ihr seid Alexander, der junge und äußerst ambitionierte König. Euer Vater mag zwar der größte Eroberer in der Geschichte Griechenlands sein, doch schon mit 13 Jahren habt ihr versucht, ihn davon zu überzeugen, dass ihr seinen Ruhm eines Tages übertreffen werdet. Nach der Ermordung eures Vaters habt ihr selbst den Thron bestiegen und seid nun bereit, auf eurem mächtigen Schlachtross Bukephalos, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, zum Sieg zu reiten. Eure engsten Verbündeten bei Hofe sind eure Mutter Alexander, eine Meisterin der politischen Intrige, und euer Mentor Aristoteles, der euch bereits von Kindestagen an unterrichtet. Mit euren unvergleichlichen Fähigkeiten, dem unstillbaren Durst nach Macht und dem Wissen eines der größten zeitgenössischen Denker werdet ihr unter Beweis stellen, weshalb ihr der größte Eroberer der alten Welt seid. Gründen wir unsere Hauptstadt. Genau. So, jetzt sind wir im Spiel. Natürlich, Nebel des Krieges ist an. Wir sehen überhaupt nichts. Wir benötigen 66 Siegpunkte, um eins der vier eben erwähnten Ziele zu erreichen. Oder 10 Ambitionen. Oder doppelt so viele Punkte wie der zweite. Oder maximal 200 Züge. Da steht's auch. Genau. So, und wer sich fragt, was ist überhaupt Old World für ein Spiel? Das ist im Prinzip Civilization auf Steroiden, kann man das nennen. Sehr viel detaillierter als Civilization. Und nicht ganz so erfolgreich wie Civilization, muss man auch sagen. Aber ich finde es sehr spannend. Und durch das DLC, die ganzen Oberhäupter, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel interessanter geworden, finde ich. So. Wir sind also König Alexander. Wir sind ein Held als Eigenschaft, bekommen dadurch 3 Mut, heißt dieses Zeichen, genau. Wir können, wenn wir General wären, uns im neutralen Territorium heilen. Und wir könnten eine Offensive befehlen, wenn wir Oberhaupt sind, und da sind wir ja. Was das genau ist, da kommen wir dann vielleicht später dazu, wenn wir dann die ersten Kämpfe mal ausführen. Und als Oberhaupt alle unsere Einheiten heilen beim Plündern und bekommen 50 Ausbildung pro getötete Militäreinheit. Vor allen Dingen das Letztere ist ziemlich stark. Vor allen Dingen, weil dieses offensive Befehlen dann auch 600 Ausbildungspunkte kostet. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Wir sind außerdem wagemutig. Das ist ein Merkmal, was zur Gruppe Stärke gehört, wovon man maximal 3 haben kann. Genau. Und dieses wagemutig gibt uns nochmal 2 zusätzliche Mut. Deshalb haben wir 5 Mut.
und bekommen deshalb pro Runde ganze 60 Ausbildungspunkte fürs Militär. So, wir sind jetzt hier angekommen im alten Griechenland. Wir sehen, dass wir in Mazedonien stehen. Hier unten ist Epirus. Und natürlich, die Karte heißt Römisches Imperium. Wir starten genau da auf dem historischen Griechenland. Und deshalb stehen wir in Mazedonien. In Old World ist es so, dass man nicht überall siedeln kann. Es gibt ausschließlich vordefinierte Stadtstandorte. Wir stehen auch gerade auf einem. Und wir können also nicht hier in der freien Landschaft irgendwie Städte gründen, sondern brauchen immer Stadtstandorte. Und das ist die Herausforderung hier unter anderem. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir sind ja jetzt hier in Griechenland und die Karte geht, wie gesagt, sehr weit nach Norden. Das sehen wir jetzt hier noch nicht. Und wir müssen mal überlegen, wie wir jetzt strategisch am besten vorgehen. Wir werden in Richtung Türkei, also im Osten, wird eine KI sein, die nennt sich die Kultur, die Hattis. Die wird halt die moderne Türkei besiedeln. Im Westen wird natürlich das Römische Reich sein, mit vermutlich Caesar als Anführer. Aber muss man mal schauen, wie das Spiel festlegt, ob die Anführer immer dieselben sind. Und im Süden wird das Mittelmeer sein, wo dann ganz unten Ägypten und Karthago ist. Und im Norden ist einfach erstmal niemand. Zumindest mal niemand von den Kulturen, die hier Siegpunkte sammeln. Und da werden nur Barbaren sein und Stammeskrieger. Deshalb ist es auch so einfach oder relativ einfach als Römisches Reich, gerade mit Caesar als Anführer, der den extremen Vorteil gegenüber Stammeskriegern hat, weil alles in Europa ist quasi leichte Beute und man muss sich nur relativ simpel nach Süden übers Meer verteidigen. Und die Karte bevorteilt die Römer sehr stark. Griechenland nicht ganz so stark, weil wie gesagt, wir haben hier die Hattis, die uns auf jeden Fall nerven werden. Und wir werden natürlich auf jeden Fall genervt werden von den Römern. Und sehr langfristig möchte ich versuchen, mich mit den Hattis freundlich zu stellen. Ich möchte sie auch möglichst in der Türkei halten, sodass sie keine Stadtstandorte auf dem Balkan bekommen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und gleichzeitig möchte ich versuchen, die Römer zumindest mal keinen Stadtstandort auf dem Balkan übrig zu lassen. Das ist ein bisschen heikel, ob wir das erschaffen werden, ob wir genügend Siedler bekommen werden. Ob es geklappt, weiß ich nicht. Und wie aggressiv dann die Römer sein werden, müssen wir mal gucken. So, dann fangen wir aber erstmal an mit unserer eigenen Entwicklung hier. Wir haben hier wie üblich einen Siedler und können uns jetzt aussuchen, wo wir hier siedeln. Das ist im Prinzip relativ wurscht, denn wir werden natürlich in alle Richtungen wachsen. Was hier im Griechenland ein bisschen problematisch ist am Anfang, dass relativ wenig Holz da ist. Mittelfristig wird es aber relativ kein Problem mehr sein. Hier auf dem Balkan gibt es auf jeden Fall genug Holz. Ganz am Anfang haben wir aber hier sehr viele Berge und auch kaum Nahrung. Das könnte am Anfang ein Problem werden. Müssen wir mal gucken. So, bei Old World ist es so, dass jede Stadt einer Familie gehört. Und wir können uns jetzt aussuchen, welche von diesen vier Familien, die wir hier sehen, welchen Familiensitz wir gründen. Insgesamt können wir drei von den vier Familien haben. Die andere Familie wird dann einfach im Spiel nicht vorhanden sein. Und es gibt hier einmal die Familie Argeat. Ich glaube, da gehört auch Alexander historisch dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es kann auch sein, dass ich es durcheinander bringe. Das ist die Kriegerfamilie, die uns zusätzliche militärische Befehlspunkte gibt. Dann haben wir hier die Kypselinen, die gibt uns zusätzliche Kultur und neue Einheiten fangen mit der Beförderung Raffinesse an. Dann können wir mal gucken, was Raffinesse heißt. Raffinesse hat 20% Angriff und Verteidigung, was durchaus stark ist. Allerdings betrifft das nur Belagerung und Schiffe.
Ach so, okay. Dann würde die Familie Minen und Sägewerke verbessern. Und Erweiterungen brauchen minus 2 Jahre zum Bau. Das ist schon okay. Und wir würden einen Arbeiter bekommen. Das ist stark. Dann haben wir hier die Seleukiden. Das würde uns Stadtkapital geben im Jahr. Was das genau heißt, kommen wir später zu. Würde ein Luxusgut hinzufügen, Literatur. Kommen auch hier Kultur pro Jahr. 4 Kultur pro Jahr pro Luxusgut. Und wenn wir eins haben, haben wir hier auch schon 4 Kultur im Jahr. Mehr Zufriedenheit und wir bekommen einen Hofminister. Und die 4. Familie ist die Alkmaion. Das sind Gelehrten, was uns mehr Wissenschaft gibt. Wir würden sofort ein Archiv bekommen und eine zufällige Technologie erhalten. Ja, ich glaube, ich fange mit den Kypseliden an, die Handwerker, wegen dem Arbeiter. Und welche Familie ich nicht nehme, ist ziemlich schwierig hier festzulegen. Eigentlich hätte ich gerne alle, aber wir fangen mal hier mit den Kypseliden an. So. Dann müssen wir direkt mal eine Forschung wählen, die wir hier als erstes forschen werden. Wir haben die Auswahl zwischen Fallenstellen, Prophezeiung und Verwaltung. Dieser Stern hier oben ist die Empfehlung der KI. Alle würden 8 Jahre benötigen. Und hier haben wir die Schreine für das Heidentum in Griechenland. Der Kornspeicher ist ziemlich wichtig, dass man den hat. Aber wir können ja eh kaum Bauernhöfe bauen. Das nehme ich mal hier Fallensteller, damit wir den Schleuderer bauen können. Ja. Gut. Ja, toll. Wir sehen direkt mal die Römer. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Ich habe nämlich mal so ein paar Testruns gemacht, und wo ich auch den Nebel des Krieges ausgeschaltet hatte, um mir die Karte anzugucken. Und dann musste ich feststellen, dass auf diesem Level die KI-Gegner, wovon ja 8 da sind, anfangen mit 3 bis 6 Städten. Es wird wohl anscheinend zufällig ausgewürfelt, wie viele Städte die KI-Gegner jeweils anfangs haben. Und Rom scheint hier eine der KIs zu sein, die hier das Große losgezogen haben und direkt hier in Süditalien ihren Standort direkt schon besiedelt haben. Das ist eine schlechte Nachricht, vor allen Dingen, da ihr Kulturbereich hier schon zu uns reinragt. Okay, ja, müssen wir halt umgehen. Wir haben jetzt einen Arbeiter hier bekommen. Dann haben wir hier noch einen Arbeiter. Durch diese Familie haben wir nämlich 2 Arbeiter. Dann haben wir hier einen Krieger und einen Kundschafter. So, als erstes würde ich gerne mal hier in unsere Hauptstadt reingucken. Das ist nämlich Pella. Da würde ich nämlich gerne sofort einen Statthalter benennen, damit die Stadt direkt schon in der ersten Runde einen Bonus bekommt. Wir könnten uns jetzt selbst als Statthalter benennen und 2 Wachstum und 3 Ausbildung nochmal zusätzlich bekommen. Da Alexander aber eher ein General ist, würde ich das eher nicht machen wollen. Und wir würden hier direkt Aristoteles zum Statthalter machen. Der hat nämlich da auch eine entsprechende Eigenschaft, dass er als Statthalter uns zusätzliche Wissenschaft gibt. Und gerade Wissenschaft ist auch auf dieser Schwierigkeitsstufe schon wichtig, dass wir uns darum kümmern. Die KI hat, glaube ich, 3 Technologien mehr als wir, mindestens, bin ich nicht ganz sicher. Aber wir müssen da unbedingt aufholen. Und wir machen ihn zum Statthalter. So. Dann schauen wir uns nochmal kurz um. Wir haben unsere Hofmitglieder. Das ist einerseits die Prinzessin Kleopatra, nicht zu verwechseln mit der Kleopatra aus Ägypten. Das ist unsere Schwester und unsere aktuelle Erbin. Sie ist Diplomatin, das ist gut. Okay, dann haben wir hier den Aristoteles, den Jüngeren. Der ist schon 48. Es kann durchaus sein, dass er uns gar nicht so lange helfen wird.
Er gibt uns allerdings 3 Unzufriedenheit. Das ist problematisch. Allerdings, wie gesagt, als Statthalter bekommt er 2 Wissenschaft dazu. Und wir könnten in der Stadt, in der er ist, eine Schwerpunktforschung machen. Wobei das uns am Anfang noch nicht so viel nutzen wird. Das ist eher was für Mid- oder Late-Game. Weil aktuell müssen wir andere Dinge in Pella bauen. So, wo ist denn unsere Mutter? Die sollte uns doch auch unterstützen. Beziehungsweise im Moment, da gibt es doch auch die... genau, die... Der aktuelle Stammbaum. Genau, hier unten sind wir, Alexander. Da ist unsere Mutter, Olympias, die Intrigantin. Sie ist liederlich, auch noch. Und wenn wir sie als Statthalter hätten, würde sie 2 Unzufriedenheit erzeugen dadurch. Okay. Und aktuell schmeichelt sie uns ein. Also aktuell wäre sie beschäftigt. Das ist unsere Schwester und hier ist unser Vater, Philipp. Der dürfte auch bekannt sein, denke ich. So, Primogenitur aktuell für die Erbschaft, aber wir sind aktuell nicht verheiratet, haben keine Kinder. Da wird es sicher dann hoffentlich noch Events geben. Okay. So, dann sehen wir hier unten ein Barbarenlager. Und wenn ich mir die Geografie von Griechenland in Erinnerung rufe, müsste das der Standort von Athen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist die Ägäis. Hier sehen wir einen Stadtstandort, der noch leer ist. Das ist gut. Den müssen wir unbedingt besetzen, dass da nicht Hatti rüberläuft. Sehen wir was von Hatti? Nein. Und hier haben wir noch einen Stadtstandort, der leer ist. Okay. Hier müssen wir dafür auf jeden Fall dafür sorgen, dass nicht Rom reinläuft. Ah, okay. Das ist schon die Herausforderung hier. So, was machen wir mit unseren Arbeitern? Wir hätten hier einmal einen Bauernhof-Empfehlung hier hinzubauen. Wenn wir hier den Bauernhof bauen. Der Kornspeicher, den ich eben in der Forschung gesehen habe, der gibt angrenzenden Bauernhöfen Bonusproduktion. Wenn man hier den Bauernhof bauen, könnte man hier den Kornspeicher setzen und hier noch weitere Bauernhöfe drumherum bauen, hätte man 4 Bauernhöfe für einen Kornspeicher. Das klingt gut. Das ist eine Strategie. Dann fangen wir mal hier auch als Bauernhof an. Aktuell haben wir eine Minusproduktion, minus 5 von Nahrung. Dann haben wir hier noch im Übrigen Eisen, gibt es noch als Ressource. Natürlich Gold auch, haben wir aktuell nichts. Dann haben wir Minusproduktion von Stein. Dann haben wir Holz, dann haben wir Befehle, dazu kommen wir auch gleich. Dann haben wir hier Wissenschaft, dann haben wir Stadtkapital, die schon mehrfach angesprochene Ausbildungsrate und noch Luxusgüter. Ist ein bisschen mehr als Civilization und damit müssen wir alles haushalten. Wir fangen jetzt erstmal an, hier den Bauernhof zu bauen. Das kostet uns 2 Holz. Nein, ach, das sind mögliche Boni. Ach, wenn es auf dem Moor ist, würde es uns 2 Holz geben. Ach, ist ja interessant. Ackerland plus 40, Ödland minus 40, Vulkan, Süßwasser. Mhm. Pro angrenzenden Bauernhof 10%. Pro Kornspeicher 60%, genau. Ja, deshalb würde dann hier der Kornspeicher hinkommen. Und hier nochmal zusätzliche Bauernhöfe drumherum. Und das produziert 6 Nahrung pro Zug. Genau. Oder wir fangen hier an und wollen wir ja sowieso bauen. Da würden wir allerdings 7 Nahrung von Anfang an bekommen. Das ist hier ein bisschen ein Rohstoff. Das sind Zitrusfrüchte. Was kann denn auf Zitrusfrüchten gebaut werden? Ein Hain. Dafür brauchen wir allerdings eine Technologie Flurbereinigung und da würden wir Wachstum und 10 Nahrung bekommen. Mhm. Ja, dann fangen wir doch hier an mit dem Bauernhof.
würden da 7 Nahrung bekommen. So, dann haben wir noch den zweiten Arbeiter. Dann könnte man natürlich dann direkt den zweiten Bauernhof machen. Oder wir würden hier eine Mine oder einen Steinbruch bauen. Steinbruch bringt hier 7. Eine Mine bringt da 9. Okay. Ich fange erstmal mit dem Bauernhof an. Mit dem zweiten. Denn die Nahrung, dass wir da ein Minus haben, das macht schon Sorgen. Da sollten wir auf jeden Fall nicht auf 0 kommen. Okay, die brauchen jetzt 4 Jahre für ihre Erweiterung. Alles klar. So, dann haben wir jetzt... Ah, verdammt. Wir haben schon keine Befehle mehr. Wer das Spiel Old World nicht kennt und aus Civilization kommt, wird für den werden die Befehle eine neue Mechanik sein. Denn man kann mit seinen Einheiten, die man hat, nicht unbegrenzt hantieren pro Runde. Den Kundschafter und den Krieger hier, den werden wir jetzt für diese Runde zum Beispiel für nichts mehr verwenden können. Weil man braucht für alle Aktionen, die die Einheiten machen, Befehle. Und gerade am Anfang stehen da einem immer zu wenig zur Verfügung. Und wir haben jetzt schon 0 Befehle und deshalb müssen der Kundschafter und der Krieger warten. So, und ich sehe gerade, wir haben noch ein Event, was uns wohl gegeben wurde, weil wir Rom entdeckt haben. Das ist ja mal auch interessant. Debatte mit Rom. Bei Hofe tobt eine Debatte darüber, wie wir mit Rom und den eben getroffenen Gesandten verfahren sollten. Aristoteles rät euch, ihnen despotisch gegenüberzutreten und sie als unterwerfungswürdige Bestien einzustufen. Ist Aristoteles wirklich so klug? Eure Mutter Olympias glaubt hingegen, dass es besser wäre, politische Verbindungen mit Fremden zu knüpfen und Handel zu treiben, anstatt sie zu töten. Sie meint, sie können die Anführer der Römer dazu bringen, uns zu bezahlen, wenn ihr sie die Delegation nach Rom anführen lasst. Ach, das finde ich ja interessant. Lasst Olympias tun, was sie am besten kann. Tribut von Rom. 18 Gold, 40 Jahre lang. Das kostet uns allerdings 50 Stadtkapital. Das ist durchaus interessant. Alternative wäre, es ist ratsam, geduldig zu bleiben und die Römer erst ihre Absichten zeigen zu lassen. Wir würden 20 Erfahrungspunkte bekommen oder tun, was Aristoteles vorschlägt und Rom den Krieg erklären und dafür 6 Legitimität bekommen. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall, aber ich denke mal... Tribut von Rom, das ist doch auch mal was, oder? Gerade als Griechenland. Komm, wir investieren das Stadtkapital und bekommen 18 Gold Tribut. Cool. Und haben dadurch auch die Hauptstadt von Rom aufgedeckt. Ja, die liegt natürlich auf dem Stiefel. Und damit ist der erste Zug durch. Ja, dann schauen wir mal, was die nächste Runde bringt. Wir sehen schon, dass Rom Truppen anlandet. Prinzessin Kleopatra, eure Schwester, hat zwar das Gefühl der Angst nicht verloren, wie jede Frau, die bei klarem Verstand ist, doch sie lässt sich niemals davon aufhalten. Sie hält einen Mut. Na gut, okay. So, was kam denn hier jetzt? Ein Arbeiter. Na gut, gut, das sind doch keine Truppen. Dieser Stadtstandort. Und der da oben. Übrigens, Pella baut aktuell einen Siedler. Das ist am Anfang immer voreingestellt. Da hatte ich in der ersten Runde gar nicht drauf geachtet. Aber das ist schon gut, dass er den Siedler baut. Ich würde jetzt gerne mal mit dem Krieger hier unten mich draufstellen wollen, damit Rom hier nichts bauen kann. Und den lassen wir da erstmal stehen. Und mit dem Kundschafter, den wir hier haben, würde ich hier oben hingehen. Und diesen Standort besetzen, damit Hatti hier nichts macht, die auf jeden Fall hier kommen werden. So, dann werden wir die auch da schlafen legen. Und dann sind wir für die zweite Runde schon durch. Wahrscheinlich werden wir die beiden Städte oder Plätze zuerst besiedeln, weil sie so unter direktem Bedrohung sind, uns weggenommen zu werden. Hier bei den Barbaren können wir es ein bisschen länger Zeit lassen.
Aber 4 Städte zu haben für den Anfang, finde ich auf jeden Fall wichtig. Und ich würde die 4, die 3 zusätzlichen Städte gerne gründen wollen und da auch entsprechend dann Siedler relativ schnell dafür bauen. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier 2 Befehle übrig. Wir haben aber keine Einheiten mehr, die irgendwas machen können. Für diese 2 Befehle werden wir in der nächsten Runde dann zusätzliches Gold bekommen. Das wird dann unten auch angezeigt gleich. So, aber erstmal noch ein Event. Diskussion mit Aristoteles. Ihr und Statthalter Aristoteles der Jüngere seid ins Gespräch vertieft und schreitet durch die Straßen von Pella, wo euch der weise Philosoph so viel beigebracht hat. Diesmal dreht sich die Diskussion um die unvermeidbar schweren Zeiten, die der Stadt bevorstehen. Warum? Aristoteles fragt euch, was ihr als Anführer zu tun gedenkt, wenn die Bürger von Pella mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Sie sollten sich zusammenschließen und Opfer für das Gemeinwohl bringen, dann wird man Disziplin bekommen, dadurch mehr Gold. Oder sie sollten das Leben so ausgiebig wie möglich genießen, besonders wenn es schwierig wird. Fest 2 erhalten in Pella. Dadurch bekommen wir 40 Wachstum und 40 Zufriedenheit. Und wir würden 1 Kultur pro Jahr zusätzlich produzieren. Normalerweise kann man diese Feste manuell abhalten und die würden produziert werden in den Städten. Das würden wir jetzt kostenlos bekommen. Ja, ich nehme das fest. So, dann gehen wir mit dem Krieger hier auf dieses Feld. Wir besetzen es. Wir könnten hier überlegen, Alexander zum General zu machen. Entscheide ich mal gleich. Der Kundschafter steht immer noch hier oben. Ja, bis der Siedler nicht da ist, will ich ja nicht weg. Okay. Dann sind wir schon wieder durch für die Runde und dann würde ich sagen, dann befördern. Ne, dann fügen wir uns erstmal als General hier hinzu. König Alexander, genau. Die Kriegereinheit bekommt dadurch 21% mehr Angriffsstärke. Und wir könnten theoretisch heilen im neutralen Territorium. Das war jetzt sehr laut für mich. gut. Im Übrigen, die 2 Befehle aus der letzten Runde haben wir für 20 Gold verkauft. Und dadurch, dass wir jetzt 6 Befehle übrig haben, bekommen wir dann schon 60 Gold in der nächsten Runde. Okay. Ach, im Übrigen, ich sehe gerade. Wir. Ja, komm, gleich nochmal. Prinzessin Kleopatra wird zusehends fauler und träger und hat kürzlich sogar den speziell für sie entwickelten Diät- und Körperertüchtigungsplan verworfen. Sie verliert eine Disziplin und dadurch bekommen wir weniger Geld. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben ja Rom begegnet und wir sehen auch dadurch die Punkte, die Rom hat. Und wir sehen, dass sie 3 Siegpunkte hat und die hat sie durch 3 Städte. Also ist Rom doch nicht ganz so groß, wie ich befürchtet habe. Wie gesagt, ich habe KI-Städte gesehen, die 6 Städte hatten. Aber das geht ja noch mit 3 Städten. Immerhin. So, unsere Arbeiter sind weiterhin beschäftigt. Der Siedler ist auch noch nicht da. Dann würde ich sagen, befördern wir den Krieger nochmal. Wir geben dadurch 100 Ausbildungspunkte aus. Und wir könnten hier sie wild machen, Schildträger, Tapfer oder Kampf. Und da ja Alexander ihnen 21% Angriffsstärke gegeben hat, wäre es vielleicht günstig, nochmal auf diesen Bonus zu gehen und auf Kampf zu gehen. Kampf war Angriff und Verteidigung, genau. So, dann hat das der Krieger Level 1 bekommen. Wir sehen jetzt hier unten einen goldenen Haken. Ich glaube, das Maximallevel von so Einheiten ist 5, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss man aber schon eine ganze Menge Befehlspunkte investieren.
Und wir sind jetzt schon wieder durch mit dem Zug. Das geht ja hier schnell. Aber wenn man die Stadtstandorte bewachen will, da kann man halt wenig machen. Normalerweise wäre es auch wichtig gewesen, schon die Erkundung einzuleiten. Aber die Stadtstandorte, wenn die einem weggenommen werden, das ist die Hölle. So, Heiratsangebot. König Alexander der Gründer hat ein Heiratsangebot von der Familie der Kypseliden erhalten. Wie sollen wir auf den Vorschlag antworten? Okay, wir haben zwar die Auswahl von zwei Töchtern der Stadt. Wir könnten hier Chilones von Pella nehmen. Sie ist Rednerin, könnte eine Statthalterin oder Botschafterin sein. Würde uns 20 Eisen schenken als Mitgift. Dann wäre hier Nikasipolis noch zur Auswahl. Sie könnte Spionagemeisterin auch noch sein. Da haben wir ja auch schon unsere Mutter. Sie ist zaghaft. Und die andere ist stolz. Ne, wir nehmen Chilones von Pella. Euer bester Freund, der Tag ist gekommen, an dem euer Kindheitsfreund Hephaistion, der Held, seine militärische Ausbildung abschließen wird. Da ihr im selben Alter seid, habt ihr viele Jahre zusammen verbracht und wart nicht selten im selben Unterricht. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Hephaistion auch ein historischer Charakter ist. Gerade wenn er die Eigenschaft Held hat. An zahlreichen freien Abenden habt ihr gemeinsam trainiert, die Ilias diskutiert oder einfach nur über jene Dinge gesprochen, über die sich Jungen seit uralten Zeiten den Kopf zu brechen. Hephaistion strahlt, als er ihm in eurer Funktion als König offiziell zu seinem Abschluss gratuliert. Sofort bietet euch Hephaistion an, euch persönlich zu dienen. Eine Anfrage, mit der ihr gerechnet habt und auf die ihr euch genauso gefreut habt wie euer Gegenüber. Es gibt niemanden, an dessen Seite ihr eher kämpfen möchtet und niemanden, dem ihr mehr vertraut als Hephaistion. Welche großen Schlachten auch immer vor euch liegen mögen, ihr seid gewiss, dass die Geschichten eines Tages von Alexander und Hephaistion als zwei Hälften der Armee berichten werden. Er ist für mich, was Patroklos für Achilles war. Also, ich gehe tatsächlich von aus, dass es ein historischer Charakter ist. Allerdings habe ich von Hephaistion noch nie etwas gehört. Ich bin allerdings auch kein ausgebildeter Historiker. Und ich vermute, ich weiß es wirklich nicht, ich vermute, dass die sich zerstritten haben und dass er irgendwie stirbt. Weil man hat noch nie etwas von den zwei Hälften der Armee Alexanders und Hephaistion gehört. Und Patroklos für Achilles, was war denn da? Ach Gott, ist das lang her. Ich weiß gar nicht mehr, was Patroklos für Achilles war. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt Hephaistion ein Hofmitglied. Wir könnten ihn auch zu einem General machen, wenn wir noch eine Armee hätten. Und man kennt uns unter dem Namen der Ehrgeizige. Wir haben 20 Legitimität. Legitimität im Übrigen, was macht das? Legitimität erhaltet ihr, indem ihr Ambitionen erreicht und bessere Beinamen wie der Große erlangt. Höhere Legitimität verbessert das Ansehen bei Familien. Das wird vor allen Dingen dann ab dem Mitgeben dann wichtig werden. Und generiert mehr Befehle pro Runde. Das ist auch gut. So, jetzt sind aber erstmal die Arbeiter fertig. Der Siedler wartet noch eine Runde. Okay, wir haben jetzt zwei Bauernhöfe hier. Und an dieser Stelle würde ich gerne jetzt hier eine Mine bauen. Und allerdings kein Steinbruch an dieser Stelle, wie hier empfohlen wird, sondern ich würde gerne die Minen hier im Dreieck bauen. Denn Minen oder generell Gebäude vom selben Typ, die direkt beieinander liegen, geben sich immer gegenseitig Boni. Und das müsste hier auch drinstehen, genau. Das ist die vorletzte Zeile bei den möglichen Boni. Es gibt immer 10% pro angrenzender Mine extra. Und wenn drei Minen so hier im Dreieck sind, dann geben die sich jeweils 10% Bonus. Also jede Mine hat 20% Bonus. Und da hier in diesem Dreieck jeweils 9 Eisen sind, 3 mal 9 sind 8, 27, 10%
20% jeweils drauf, sind knapp 6 dazu. Sind wir bei 34 oder 33 Eisen, die dann hier drin stecken, statt 27. Und deshalb bauen wir die hier im Dreieck, genau. So. Dann bitte einmal dahin, die Mine. Frage ist, ob wir allerdings jetzt direkt die Minen bauen. Der empfiehlt uns hier die Mine, das ist Quatsch. Oder ob wir nicht vorher noch was anderes bauen. Vermute ich aber eher nicht. Wir werden hier die zweite Mine bauen. Die können wir sogar schon... Doch, können wir. Okay, gut. Dann ist es ja auch schon wieder rum. Wir haben keine Befehle mehr. Rom sehen wir weiterhin nichts. Okay. So, Vorschlag von Antipatros. Als er gerade eine weitere Kampfübung abschließt und von Bukephalos absteigt, ich glaube, das war unser Pferd, wartet Antipatros, der Befehlshaber, bereits auf euch. Ihr kennt den Mann nur allzu gut. Er hat mit eurem Vater in der Armee gedient und euch als Thronerbe stets unterstützt. Es ist einige Zeit her, seit ihr Antipatros zuletzt gesehen habt und es kursieren Gerüchte von einem Zerwürfnis zwischen ihm und eurer Mutter. Die war ja... Wo ist unsere Mutter? Genau, sie war Intrigantin, ja. Antipatros hat mit einer einfachen tritt mit einer einfachen Botschaft an euch heran. Er wünscht, als militärischer Berater an eurem Hof zu dienen, wie er es früher unter eurem Vater getan hat. Antipatros mag zwar schon etwas älter sein, seine umfangreiche Erfahrung und die Loyalität euch gegenüber stehen jedoch außer Frage. Ja, dann haben wir noch einen zweiten Hofsoldaten. Ich hätte nur gern die Armeen dazu, die wir ihnen geben könnten. So, aber wir haben erstmal den Siedler in Pella produziert. Dann können wir mit dem direkt hier hingehen. Aber, ja, das reicht sogar. Wir gucken mal mit dem... Moment, wie viele Befehle brauchen wir dafür? Wir haben jetzt 9 Befehle und wir brauchen 5 auf jeden Fall übrig. Das sollten wir berücksichtigen. So, wir haben den Hebros River entdeckt. So, hier müsste dann gleich der... historische Standort von Konstantinopel sein. Wo gründen wir jetzt die Stadt da oben? Ist relativ egal. Wenn wir hier unten siedeln, dann hätten wir aber die Fische mit schon drin. Das finde ich gut. Ach, wir kommen gar nicht hin. Dann müssen wir hier nochmal zurück. Okay. So, in Pella. Haben wir jetzt den Siedler abgeschlossen. Und ich würde gerne jetzt eine militärische Einheit hier ausbilden. Und zwar den Krieger. Die mehr können wir noch nicht. Die Hopliten, die wir hier drin stehen haben, und den Phalangit, da brauchen wir erst jeweils eine Feste oder eine Zitadelle dafür in der Stadt. Und das werden wir eine ganze Weile lang nicht haben. Da ist nämlich Technologie dahinter. Und das ist eher was für später. Den Schleuderer, den man sonst am Anfang haben kann, da sind wir gerade am Forschen. Deshalb geht das noch nicht. Und der Rest ist erstmal noch uninteressant. So... Der Krieger, den könnten wir jetzt mittlerweile befördern. Da haben wir die Punkte für. Auf die Stufe 2. Das mache ich auch. Und da ich hier Angriffsstärke stacken will, nehmen wir auch direkt den Kampf 2, oder? Ja. So, der ist Stufe 2.
dann haben wir den Kundschafter nochmal. Den werden wir übergehen. Und ich glaube, mehr ist nicht. Dann bitte den nächsten Zug. Okay, so. Und ich denke mal, jetzt können wir hier die Stadt gründen. Wir müssen erstmal den Kundschafter weg. So, welche Familie wollen wir das denn jetzt hier geben? Wir könnten das den Argeaden geben. Die will ich auf jeden Fall im haben, diese Familie. Die Frage ist nur, ob ich die hier haben möchte. Hat die irgendwas Besonderes hier eigentlich? Die hat hier Erz. Hier haben wir Oliven. Das gibt Kultur. Ach, im Übrigen, können wir die noch sammeln? Das geht noch, ja. Wir haben erstmal die Thrakier entdeckt. Dann würde ich nämlich, bevor wir die Stadt gründen, hier noch die Oliven sammeln. Das gibt uns 10 Kulturen Pella. Und wir sehen hier, dass wir Farbstoffe haben. Okay. So, zurück zur Familienauswahl. Also. Die Krieger, da beginnen neue Einheiten mit Standhaft. Das gibt einen Bonus gegen Stammeskrieger. Deswegen möchte ich diese Familie in jedem Fall haben. Wir haben aber noch die Auswahl zwischen den Seleukiden. Das ist das mit den Luxusgütern. Oder Alkmaion. Das ist das mit den Wissenschaftlern. Und der zufälligen Technologie. Okay, die Erze bringt bei keinem von irgendetwas. Und ich gehe mal von aus, dass wir die Hauptbedrohung immer im Norden haben werden, weil von da die Römer kommen. Und deshalb gebe ich hier dieser Stadt den Argeaden. Wir entdecken noch die Karpaten. Und haben die Thraker entdeckt. Eine Kriegsherrin der Thraker wird am Hof vorstellig. Sie sagt, dass ihr Volk das gegenseitige Wohlwollen mit einem anderen Stamm dadurch festigt, dass es die Beute seiner nächsten Jagd gegen ein Geschenk tauscht. Wie werdet ihr reagieren? Ihr könnt ein wenig Holz von uns haben. Holz gegen Nahrung. Holz, fast alle unsere Holzvorräte. Vielleicht habt ihr für diese Metallverwendung. Puh. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Boah, eigentlich will ich überhaupt keine Nahrung. Wollen wir direkt den Krieg erklären? Ist die Frage. Also ist die Thraker sind keine offizielle Kultur, das ist eine... wie die freien Städte in Civilization ist das im Prinzip. Steht das irgendwo? Ja, es ist ein Stamm, genau, so heißt das hier, ein Stamm. Und die haben keine gemeinsame Strategie, die können mehrere Stadtstandorte besetzen, haben relativ viele Truppen, aber langfristig sind die keine große Gefahr. Nur am Anfang können sie ziemlich nervig sein. Mit den Römern haben sie einen Waffenstillstand. Macht schwächer. Sie haben eine Siedlung. Okay, nee, dann erklären wir denen den Krieg. Bekommen dadurch auch 6 Legitimität. Okay. Gut. Dann haben wir hier die zweite Stadt. Da werden wir direkt einen Arbeiter ausbilden. Das ist sehr wichtig hier im Spiel, dass wir die Landschaft natürlich unseren Vorstellungen anpassen. Und ich würde sagen, das ist auch dann das Ende der ersten Folge. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.